Hallo, hier ist der Frank und ich möchte heute mal zeigen, wie man einen Chatverlauf aus dem YouTube-Kanal in OBS Studio einbauen kann, wie ich die Kamera anschmeißen kann und wie ich ein Hintergrundbild positionieren, also einbinden kann und alle drei Sachen dann richtig zu positionieren. Als erstes für den Chat brauchen wir unser Chatfenster, was wir hier, wenn man ein neues Video planen, ja auf der rechten Seite auch haben. Und hier unten haben wir drei Punkte. Auf diese drei Punkte gehe ich mit einem Rechtsklick, sage Chat im neuen Fenster öffne. Ich habe da schon mal was reingeschrieben, damit man das gleich auch ein bisschen besser sieht. Das war eigentlich schon alles, was wir hier brauchen. Jetzt öffnen wir das OBS Studio Fenster. So sieht es ja aus. Mach das mal ganz groß. Hier links unten haben wir Quellen stehen und da drücken wir jetzt einmal auf Plus und sagen Fensteraufnahme, also nicht Bildschirmaufnahme, sondern Fensteraufnahme und schreiben rein Chat. Damit wir gleich wissen, was diese. Also wir haben ja gleich drei Punkte da, werdet ihr gleich sehen. So, als erstes gehen wir hier Fenster und suchen uns das richtige Fenster aus. Das wird wohl das hier sein. Schauen mal hin. Müssen jetzt noch, weil wir noch nichts sehen, hier unten verwenden von alpha losen Texturformat anklicken. Jetzt sehen wir unser Chatfenster. Jetzt können wir ja schon mal so lose positionieren. Als nächstes wollen wir mal die Kamera einbinden. Dazu gehen wir wieder auf Quellen, auf das Pluszeichen, Videoaufnahmegeräte. Da ich eine Logitech C920 benutze, nenne ich sie auch mal C920, damit ich dann gleich weiß, ja, jetzt seht ihr hier unten schon, ne, das ist hier zweimal. Bisschen hell, lasse ich jetzt mal so. Jetzt haben wir dieses Fenster und das ist wahnsinnig groß und das kann ich jetzt hier mit diesen Anfassern so positionieren, kleiner machen, größer machen. Genauso wie ich jetzt, wenn ich auf das Chatfenster klicke, dann ändert sich hier unten auch, das hier wird grau. Ne, wenn ich jetzt auf das C920 auf die Kamera gehe, wird das grau. Also Chatfenster kann ich genauso ändern. So, es gibt eine Tastenkombination, weil das verändert sich nämlich jetzt immer proportional, egal wo ich anfasse. Ne. Es gibt ein Tastenkombination, um das ein bisschen beschneiden zu können. Zwar möchte ich jetzt gerne hier meine Kamera beschneiden, weil ich nicht so breit da sein muss und so groß da sein muss. Das ist auf meiner Tastatur Alt-CMD gedrückt halten und dann kann ich hier die linke Seite, die obere Seite, das Ganze ein bisschen beschneiden. Da muss ich natürlich aufpassen, dass ich mehr in der Mitte sitzen bleibe und nicht so hin und her wackel. Bei dem Chatfenster bitte nicht dieses CMD benutzen, weil wenn ich das hier oben zum Beispiel mache, dann sehe ich nicht, was oben geschrieben worden ist und dann suche ich am Anfang und denke, ich habe da ein paar Leute, also übersehe dann ein paar Leute. So. Was natürlich seitlich kann ich es ein bisschen machen, unten kann ich es ein bisschen machen. So, so könnte ich es zum Beispiel stehen lassen. Und wenn ich es jetzt wieder hier anfasse, wird es wieder proportional. So. Sieht ja jetzt noch ein bisschen doof aus mit dem schwarzen Hintergrund. Also habe ich mir gedacht, ich suche mir mal ein schönes Hintergrundbild. Dazu gehen wir wieder hier unten auf Quellen, dann auf das Pluszeichen, Bild und nennen das mal Bild HG Hintergrund. Kann ja noch mehrere Sachen einfügen und sage OK. Sage hier durchsuchen. Habe unter Bildern einen eigenen Ordner OBS Studio HG. Das zweite Bild gefiel mir ganz gut. Das ist nämlich dieses hier. Das ist jetzt sogar ein bisschen größer als das eigentliche Fenster. Und ich schiebe es mal ganz hoch. So, jetzt habe ich aber meine Kamera und meinen Chat nicht zu sehen. Kamera wäre hier, Chat ist dort. Also ändern wir einfach die Reihenfolge der Quellen hier unten. Also das obere Bild überlappt alles, also setze ich das jetzt mal über dem Chat und jetzt setze ich das mal unter dem Chat und schon habe ich meinen Chat und die Kamera dort zu sehen. So einfach wäre das, zum Beispiel, um das zu positionieren. Jetzt gehe ich auf Übergang und das, was wir jetzt rechts sehen, wäre das,
was dann auch hinterher in der Videoaufzeichnung zu sehen ist. Ja. Soweit so gut für heute. Das war's und wenn ihr noch Anregungen habt, schreibt sie unten in die Kommentare rein. Wenn es euch gefallen hat, natürlich auch so. Und Daumen hoch, Daumen runter, alles okay. Bei Daumen runter bitte auch die Kritik dann äußern, damit ich noch dazulernen kann. Okay, das war's für heute. Dann viel Spaß. Ciao.